etwas aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Also leistet seinen großherzigen Befehlen Folge. Moinsen, Mahlzeit. Und hallo, grüß euch mal wieder zu einer neuen Folge von Yuppie zockt Assassin's Creed Origins. Und wir haben eine neue Nahkampfwaffe irgendwo. Ja, irgendwie, aber nichts, was man nutzen möchte. Die grausame Hacke. Den Streitkolben, den leichten Speer des Auge des Apophis. Oder der Reißzahn. Oder das Sana-Chepek. Chepek. Oder ihr verdankt Chepesh. Alles, was ihr ich habt. Weiß nicht, wie es heißt. Eure Höfe, eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben, seiner Hoheit Ptolemaios, dem ja. Herrscher beider Länder. Und wir wollen heute doch einfach mal gucken, dass wir vielleicht mal irgendwie das nächste Quest uns suchen. Aber erstmal fährt Hotte Hü suchen. Ah, wohin geht's denn? Wo wollen wir hin? Na, Karte, da. Da ist was, da ist was, da ist ein Fragezeichen, das... Alter! Hier ist zwar rechts vor links, aber doch nicht hoppladihopp und das war's. Neuer Ort entdeckt. Haus des Lebens. Sieht mir eher aus wie ein Tempel. Oh, finde das Papyrus-Rätsel. Wo ist denn hier Papyrus? Sieht ja echt geil aus. Vor allem, wie der Mond da durch dieses Ding durchschimmert. Ja, erschreck dich ruhig. Es ist ein gehörntes Pferd. Da unten liegt doch was. Aber in einem Tempel kann man ehrenvoll streiten oder es einfach sein lassen. Ah, haben wir hier irgendwas? Da, Mensch, da ist was. Ah, super, Mensch, Pfeile. Und? Ah. Komm und finde mich. Ich habe das Papyrus-Rätsel gefunden. Okay. Ja, komm her, Hotü. Wir müssen ihm irgendwann noch einen Namen geben. Hä? Ja, der Straße folgen klappt mir hier so gar nicht. Hä? Ich will der Straße folgen. Ah, okay, da ist die Straße. Ich will aber... Oh, Mensch, da ist ein Quest. Cool. Ja, dahin und... Na... Straße folgen. Drücke Y, um zu deiner eigenen Markierung zu fahren. Ah, okay. Ja, da will ich hin. Yalla, yalla. Yalla, yalla. Okay, gut. Oh, hier, das, dieser Tiefnebel. Und... Na, da vorne wird Eisen transportiert und da wird Bronze transportiert. Okay. Und unter mir reitet Bayek einfach weiter. So, jetzt müsste ich doch eigentlich nach links abbiegen gleich. Wo ist denn mein Weg nach links rein? Hä? Wenn du mich noch mal so ansiehst, steche ich dir die Augen aus. Da geht's noch. Ich glaube, wir sind dran vorbei. Wenn du mich noch einmal so ansiehst, dann steche ich dir auch die Augen aus. Bruder. So, was geht hier?
Rabia. Ah, das ist die, die... Wie schön es ist, dich wieder in Sievert zu wissen. ...unser Vögelchen geheilt hat. Du hast Zeno wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes, altes Mädchen. Wie du, hä? Bayek. Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Kar gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Mein was? Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt und stehlen die Waren. Ah, super. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Okay. Die Arznei könnte hier überall sein. Senno kann mir helfen. Tja. Möglich. Na, jetzt ist wieder dieses... Hä? Ja, okay. Nee, da drauf ist es nicht. Ah, da unten ist irgendwas anderes. Aber erstmal haben wir auf jeden Fall diesen Medizinkrug da unten, den einen gefunden. Ich weiß nicht, wie viel es gibt. Ah, da sind die Krähen oder... Nee, was sind das denn? Sind das... Na, Vögel. Irgendwelche Vögel. Sieht fast aus wie Storche. Okay. A gedrückt, um aufzutauchen. B, um abzutauchen. Und X für Schwimmzüge. Nehmen. Nehmen. Ah, hier gibt es garantiert noch ganz, ganz viel mehr zu mitnehmen. Hier und noch mehr. Ah, ja, aber hallo. Okay, also im Wasser tauchen gibt definitiv eine Menge. Oh, yes! Und? Alter, ein Raubtierbogen. Na gut, die Qualität lässt zu wünschen übrig, aber... Na, hier geht's weiter. Noch mehr Gold. Ey, hier kann man richtig... richtig looten. Okay, ich brauche Senno trotzdem, damit sie ein bisschen hilft. Ja. Diese Prang Prang, das ist es, was mich irritiert. Na, da haben wir irgendwas. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu ungeduldig. Auf dem Schiff ist es nicht. Na? Nee, es ist alles weiter da hinten. Aber was ist das Ding? Da ist auch noch irgendwas. Hm, okay. Dieses Geräusch muss irgendwie was bedeuten. Ah! Ja. Ist nur blöd, wenn man keinen Anhaltspunkt hat. Okay, ich habe einen Anhaltspunkt.
Yay! Ah, ich hab's. Gut. Okay, jetzt wieder da hinten hindümpeln. Und falsche Richtung, also ab da hinten hin. Ja, sorry. Manchmal bin ich auch etwas schwer von Begriff. Aber jetzt wollte ich erst nochmal gucken. Da gibt es bestimmt noch mehr. Oder? Ist hier was zu finden? Also so konnte ich jetzt erstmal nichts sehen. Und wieder runter. Zu kurz gedrückt. Okay, ich stehe im Wasser. Ach! Oh, ja, man sieht viele Dinge gar nicht. Diese ganzen Krüge, die da rumliegen. Mitnehmen. Ja, medizinischer Krug. Habe ich sie jetzt alle? Ich habe sie alle. Okay. Dann kann ich ja auf dem Rückweg noch ein bisschen was mehr mitnehmen. Und da hinten ist irgendwie noch was anderes. Oh, da ist noch was. Ah, komm. Okay. Wo komme ich da rein? Ah, hier ist der Durchgang. Und da gibt es das nächste zu looten. Oh, ich habe nur noch wenig Luft. Aber den Speer, den nehme ich mir mit. Und jetzt sollte ich hopp hopp ab nach oben. Denn der Sauerstoff ist nicht mehr... Oh! Rabia wartet auf die Medizin. Das hätte auch übel ausgehen können. Oh, hallo, Tiere! Was? Oh, hallo. Wolltest du mich mitnehmen? Ja, dann nimm mich mit. Wie jetzt? Hast du dich verfahren oder was wolltest du mir jetzt sagen? Na, cleverle. Und... Ach, da war ich doch. Oder? Das ist doch hier der Tempel des Lichts oder irgendwie sowas. Schnellreise da hinten direkt hin. Ach stimmt, den Tisch mit Informationen, den sollte ich auch nochmal gucken. Ja, bring die Krüge zu Rabea. Rabia. Gut. Schatz plündern, da fehlt mir noch einer von. Viech, wo bist du? Viech? Komm her. Da. Um Brücke Y zu deinem... So. Brücke Y, um zu deiner eigenen Markierung zu fahren. Oh. Irgendwer wollte mich hier gerade angreifen. Ist aber vorbei. Schön. Oh. Und abbiegen. Und absteigen. Alles gut. Amun sei gepriesen. Ha. Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Na. Die Soldaten haben uns hinausgeworfen. Wackler. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut. Eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen.
Aasgeier. Sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. Er redet sehr geschwollen. Gut, komme ich hier nicht hoch? Verdammt. Ich pisse schon Erbsen. Oh, ja, dann solltest du vielleicht die Erbsen etwas sein lassen. Vielleicht nicht sehen lassen, direkt zu Anfang. Ja, okay, ich bin im Zielgebiet. Oh, wenn ich da jetzt hochgehe, kann ich die vielleicht von oben erschießen. Na. Wo sind die Jungs denn? Steht der eine? So ein Röntgenblick, der hätte was. Da drin ist auch keiner. Ich finde kein Schwein von denen. Hä? Sind die alle vorne? Also hier hinten sehe ich nicht wirklich was. Okay, dann gucken wir doch mal vorne nach. Hier oben drauf ist keiner. Aber da ist einer. Oh, da. Ah, da ist noch einer. Na, da kommt der nächste. Sind das alle? Na, okay. Das könnte vielleicht. Oh, da war noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Gut. Es lohnt nicht, das Lager zu überfallen. Oh, da ist noch einer. Na, den haben wir jetzt auch markiert. Schön. Ja, shit. Oh. Wie war das noch gleich? Irgendwas konnte ich doch machen. So. Anderen Bogen nehmen und wie war das, wenn die auf mich schießen, dann bleiben die Pfeile stecken und ich kann mir die Pfeile dann darunter nehmen, damit sie wieder voll sind, ne? Ich pisse schon Erbsensuppe. Boom. Du bist alarmiert. Ach, shit. Na, kletter hoch. Treffe ich dich vielleicht auch gut. Ach, okay. Ich sammel Pfeile. Nächster Pfeil. Eben. Aber der nächste Pfeil. Das ist gar nicht doof. Da kann ich mir echt Pfeile zusammensuchen. Ja,
Ja, es ist gerade nicht unbedingt spannend, aber dafür habe ich gleich meine Pfeile wieder voll. Ja, komm raus. Dich habe ich. Und du willst jetzt auch wieder schießen? Na klar. Ach, jetzt klettert er runter, der kleine Feigling. Hä? Ach, jetzt stellt sich da hin. Okay, dann mach das. Den habe ich jetzt auch. Und da kommt der nächste. Na. Und damit haben wir ihn auch. War das nicht der letzte? Ah, da hinten ist noch einer. Anitrayat? Oh, ja, dann komm her. Ich warte. Und bam! Pfeile. Plündern, plündern, plündern. Bleibt da liegen. Und den... Der bewegt sich ja eh nicht. Ah, da hinten ist noch einer, aber den schnappe ich mir jetzt erstmal. Flupp! Und weiter geht's. Oh, da kommt er. Noch hat er nichts gesehen. Er ging durch die Tempelanlagen. Noch ahnte er nichts. Dies sollte ihm zum Verhängnis werden. Ja. Rabia, ich habe aufgeräumt. Die Jungs sind weg. Kannst wieder rein. Bayek, hattest du Erfolg? Ja, ich würde sagen, mit dem Bogen hatte ich durchschlagenden Erfolg. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ach, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. All der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Ja, läuft, ne? Okay, das wäre jetzt auch wieder erledigt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe hier letzte Woche so wenig gemacht und ich dachte mir, eigentlich könnte ich ja mal wieder längere Folgen machen. Ah, oh, Todesflüstern. Sehr cool. Den nehme ich. Nett. Aber wieso hat er nur 4 Munition? Egal. Da haben wir auch irgendwie was Neues gekriegt, aber... Hä, wo ist er denn? Irgendwo war da einer. Aber der hatte alle definitiv nicht
für mich genug. Komm und finde mich in Siva am Boden. Aha. Was auch immer das für ein Papyrus-Rätsel ist. Ja, ich könnte jetzt definitiv bei den Kollegen nachgucken. Papyrus-Rätsel? Lösung? Will ich aber nicht. Ich will das selber rausfinden, wie das geht. Ich bin erwachsen. Zumindest laut Alter. Ansonsten bin ich stolz, ein Spielkind zu sein. So, wo geht's jetzt hin? Da oben ist ein Fragezeichen. Da oben ist ein... Aha. Ein Aussichtspunkt. Da sind noch mehr Fragezeichen. Grabmal Antike. Ja, das hatte ich schon. Da ist Bayeks Versprechen. Dahin. Dahin geht's jetzt. Emmerherz. Ich verstehe nicht. Oh, da liegt ein verendetes Tier. Oh, hallo. Ja, ich muss mich jetzt nicht mit den Jungs hauen. Mache ich später bestimmt noch oft genug. Aber jetzt erstmal, wo ich definitiv noch nicht ganz so hochgelevelt bin. Ist das garantiert kritisch. Na, Haus des Lebens, Siva. Und da hinten ist ein neues Quest, das heißt Bayeks Versprechen. Und da will ich doch jetzt mal hin und mal gucken, was ich da jetzt so für ein Versprechen einlösen kann. Ich habe übrigens rausgefunden, den Fotomodus, den macht man mit linkem und rechtem Button auf dem Ding gleichzeitig. Und ihr seid live dabei, wie ich mein erstes Foto schieße. Na, so? Was meint er so? Das sieht doch geil aus, oder? Komposition vom Feinsten. Ja, ich bin ein Spielkind, was sowas angeht. Das kommt zwischendurch garantiert noch öfter, aber Sterne anordnen. Aha. Ja, Freunde, wir ordnen Sterne an. Du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Ja, mein Sohn. Das wirst du. Du wirst deinen Platz. Und du wirst sie bekommen. Ja, okay. War blöd. Ja, dann wollen wir doch mal interagieren. Diesen Winkel müssen wir anordnen. Und ich habe noch nicht die geringste Ahnung, wie es geht. Warum gibt es so viele Arme in Ägypten? Und die nicht hierher gehören, sind reich. Ägypter haben vergessen, wer sie sind. Sie nehmen ihr Reichtum als Ehre. Dann bleibt ihnen nichts. Nicht mal Gerechtigkeit. Aber wir sind Magi. Wir bringen Gerechtigkeit und Ehre nach Ägypten zurück. Ja, mein Sohn. Wir haben nicht vergessen, wer wir sind. Wir bleiben beständig ganz gleich, wo wir herkommen. Amun, der König der Götter. Aufgeteilt in zwei Erscheinungsformen. Amunet, die große Göttin der Verborgenheit. Und der Herrscher über den Wind. Er bewahrt die Gerechtigkeit. Als Herrscher der Schatten und der Stille vernimmt er die Stimme der Armen. Er hört die Geständnisse der Demütigen und vergibt ihnen.
Okay. Muss ich das jetzt als Teil davon rausfinden? Oder ist das wirklich nur dieses Sternbild, was ich finden muss? Es sieht mir aus, es wird doch da reinpassen. Das sieht aus wie der große Wagen da. Ja. Na, das könnte doch passen. Nee, nicht ganz. Okay. Da ist der kleine Wagen. Nach unten. Okay. Folgen wir doch einfach mal diesem Ding hier und vielleicht ist es ja das, wo es mich hinführen will. Auch hier wieder. Okay. Wer auch immer. Amunet. Amun. Okay. Ach, das ist Amun. Okay. Okay. Nice. Das ist also Amun. Nett. Ja, dann haben wir doch jetzt hier schon wieder das Versprechen eingelöst, oder wie sieht das aus? Haben wir es eingelöst? Quest? Ach, 12 Steinkreise finden. Okay. Ja, dann haben wir ja noch was vor uns. Ich habe keine Ahnung, wo der nächste Steinkreis ist, aber der wird garantiert in der Wüste irgendwo versteckt sein. Aber das ist natürlich eine Menge noch zu tun. Ja, dann reiten wir doch jetzt erstmal da hinten hin. Ich weiß nicht, ob da wieder auch so ein Steinkreis ist oder was anderes. Los, mein Gehörnter. Ab dahin. Ja, da folgt die nächste Städte-Quest. Ich weiß nicht, was auf uns. Ah, sieht nach einer Oase aus, einer kleinen. Aber weil es so schön war. Und weil ich euch nicht den ganzen Montag wegnehmen möchte, sage ich jetzt Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut, bis bald. Ciao, euer Yuppie.